Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Borderlands. Ja, wir sind dabei, wieder Mission zu machen. No, und dieses. Noch. Nein, dieses Mal machen wir die. Diesmal müssen wir Old Heaven erkunden. Bevor ich das aber tue, werde ich noch ein paar Sachen verkaufen aus der letzten Folge. Zack, und dann hier eben. Was gibt's denn hier schickes? Boah, alles nicht. Oh, ich hab den. Ach so, stimmt, das wollte ich erst nochmal gucken. Hier, Rucksack. Ich habe hier nämlich einen Class-Mod gefunden. Ist der besser als mein jetziger? Kann ich ihn. Warte, Eva vergleichen. So. Und der. Das haben sie beide gleich. Zwei. Welchen habe ich denn jetzt gerade ausgerüstet? Den rechten, ne? Ja, habe ich. Okay. Ne, dann kann ich den verkaufen, weil hier habe ich noch zwei Blut. Ne, zwei Plünder-Skill drauf. Die habe ich hier nicht. Oder verkaufe ich das Ding dann lieber? Bringt mir wenigstens Geld. Verkaufen. Okay. Verkaufen. Okay. So. Das kann ich auch verkaufen. Bringt mir nichts. Transfusion. Brauche ich auch nicht. Ein Shield. Das bringt mir nichts. Da habe ich mal ein besseres. So, die sind ausgerüstet. So. Die kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Auch verkaufen. Brutal Revolver. Ach komm, die Grünen können alle weg. Brauche ich alle nicht. Ich habe ja meine Waffen. The Dove. Manchmal vergesse ich das Nachladen. Plus 100% Nahkampfschaden. Da ich den Nahkampf nie nutze, weil ich das immer vergesse, kann das Ding weg. Shotgun benutze ich auch nicht wirklich gerne. So, Pearl Carnage. Die habe ich mir aber mal aufgehoben, glaube ich. Die wollte ich nur nicht verkaufen. Weil es einfach geil ist, das Ding. Ja, das klingt gut. So, was hast du hier jetzt noch? Rocket, Rocket, bla bla bla. Rage. Brauche ich nicht. Was bist du? Bladed Revolver. Brauche ich alles nicht. Wo, was war das? Na, gehen wir hier nochmal kurz ran. Warte. Ah ne, du hast. Wer hat mir denn nochmal. Hier, du hast mir Schilde verkauft, ne? Ja, da. 101.000. 40, bei nachfolgenden Treffern. Zweitödliche Trefferskill. Was ist das? Klasse Sirene, das bringt mir nichts. Attentäter Glasmod. Das ist eigentlich geil. Aber ich bleib mal bei meinem jetzigen. Schild, Schild, alle niedriger, denke ich mal. Ja, schade. Naja, schnappen wir unser Auto und dann geht's ab nach Old Heaven. Steht das da noch oder müssen wir. Ne, steht noch da, cool. Wir wollen ja keine Autos verschwenden. Hey, lad nach. Die Pistole, Sniper auswählen, dann geht's ab nach Old Heaven. Wenn ich mich nicht irre, war das sogar hier hinten lang. Oder? Ich schau lieber nochmal nach. Das sieht doch gut aus. Da oben lang, oder? Ach ja, oben über die Brücke, okay. Dann machen wir das so rein, wenn wir hier schön auf das Brückchen darauf fahren. Und dann ab nach. Dingens hier. Ich hab's vergessen. Old Heaven, da oben? Da oben. Hey, fahr. Setz ich das Ding voll gegen eine Wand. Jump! Pock! Hihihi. Und ich hätte auch einfach Schnellreise machen können, fällt mir gerade auf. E benutzen, so. Ab nach Old Heaven, ich weiß gar nicht mehr, war ich da schon mal? Ich denke mal. Was wir überhaupt machen müssen, ist vielleicht die Frage. Schau ich nochmal nach. Hä? Hm. Mal kurz gucken. Wie groß ist denn das? Wow! Da hinten muss ich hin? Ne, das ist ein schwarzes Brett. Uah. Nochmal zu den Missionen. Was muss ich denn machen? Brücken sind geöffnet, wir haben die Rauchsäule. Gehe nach Old Heaven und finde heraus, was die Rauchsignale auf sich hat. Okay, die Folge könnte etwas länger werden. Ach, das war's schon. Wo muss ich denn die abgeben? Ich weiß es nicht. Muss ich die hier irgendwo abgeben? Das wäre cool. Ach, hier direkt. Wem rede ich denn hier? Ah, jetzt muss ich Rauchsignale löschen, okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau war, aber okay. Sind die Gegner? Ich weiß nicht, aber eigentlich wollte ich hier noch nicht weitergehen, bevor ich nicht die anderen mal gemacht habe. Wo muss ich denn hin? Da in der Mitte. Ach, da kann ich auch noch hinlaufen, solange hier keine Gegner sind. Oder sind hier irgendwo welche?
Anscheinend nicht. Doch. Ne. Fuck this shit, wo komme ich her? Hier? Ja, hier komme ich her. Von da vorne. Ich gehe nochmal zurück. Oder ich teleportiere mich jetzt. Oder ich. Nee, warte. Wir gucken nochmal. Was muss ich jetzt wohin? Ich muss nochmal nach New Haven. Eric Franks finden. Und das kann ich abgeben. Also geht's erstmal ab nach New Haven. Wir haben jetzt eine Mission bis jetzt geschafft. Das ist super. Jetzt hier zack. Und dann New Haven. Normalerweise benutze ich die Schnellreise nicht, aber irgendwie hatte ich gerade Lust drauf. Meine Dose ist leer. Nein! Achso. Wollte schon sagen, Spiel abgestürzt, aber nie. Wir sind in New Haven. Achso, ich hätte ja mal vielleicht die Mission auswählen können. Sag mir nicht, dass ich nicht hierher muss. Oh, doch. Glück. Dürfte das hier Haus, das Haus hier gewesen sein. Wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich nochmal die Waffenkisten abgeben. Zack. Ein Sniper. Mögliche Explosion. Sehr wohl der Elementareffekt möglich. Okay. Achso, die muss ich dann noch hier abgeben. Okay. Ey, das sieht nicht feierlich aus. So, egal. Mal schauen, ob ich die Waffenkisten noch zusammenbekomme. Wir holen erstmal die, die außerhalb ist. Darüber habe ich mal ein Video gemacht. Da habe ich hier alle Waffenkisten gezeigt, die ich so kenne. Das waren 4 Stück, glaube ich. Das ist ein Claptrap. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Hier Pistole, sollte ausreichen. Hier ist eine. Dann zeige ich sie nochmal. Ich habe zwar immer ein extra Video. Naja. Warum spawnen ja eigentlich keine Gegner? Naja. Ah, fuck it. Ich wollte nicht austauschen. Da sind sie gespawnt. Okay. Gegen die da. Ach, ihr seid mir scheißegal. Ich gehe wieder zurück in die Stadt und hole mir die anderen Kisten. Das sind jetzt noch 3. 3 Kisten. Eine ist da oben. Die hole ich mir aber später. Oder? Ja, doch, muss ich. Ich fange mit der Kiste oben da hinten an, wo man am schwersten hinkommt, finde ich. Da muss ich nämlich hier hochlaufen. Hier rüber. Dann da, warum auch immer springen, hier rüber. Dann ist hier eine. Oh, überall Pistolen, das ist doch kacke. Die bringen nicht so viel. So, dann. Da rüber springen. Hier auf das Tuch drauf, das hält uns nämlich. Und dann da rüber springen. Und hier ist die nächste. Ich wette, da kommen wir noch irgendwie anders hin. Shotguns, auch nicht viel besser. Und hier ist Geld. Dann ist die nächste hier unten drin. Aber wie ich das jetzt auch schon seit, weiß ich nicht mehr, Zewa hinhocken. Wie ich seit, ich würde sogar fast sagen, einem halben Jahr kein Borderlands mehr gespielt habe und trotzdem noch genau weiß, wo die Kisten sind, ne? Warte, war hier hinten nicht auch noch einer irgendwo? Ach, hier ist der Claptrap, der Angst hat, der die ganze Zeit hin und her fährt. Gab's hier hinten nicht auch noch irgendwo eine? Hier hinten irgendwo. Das gucke ich jetzt nach, ich weiß es nicht mehr, aber eine hole ich mir gleich noch. So wie es ausschaut, nicht. Nö. Nee. Okay, dann hole ich mir die eine, die ich noch, wo ich weiß, wo sie noch ist. Jetzt zuerst mal hier wieder auf die Vorderseite laufen. Ganz einfach. Dann hier hoch. Und da sieht man es schon, das da. Dann hier auf das kleine Ding. Ah ne, man kann direkt hochhüpfen. Also dann aber hier auf das kleine Ding. Dann da hoch. Hier ist auch noch eine. Also sogar 5 Kisten in der Nähe. Das da und das da. Dann hier rüber. Von da aus hier rüber. Und von da aus hier auf die Heizung. Das ist, glaube ich, eine Heizung. Dann hier hoch. Und hier ist die letzte. Wie waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kisten. Meins. Und ja.
Na dann, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten. Wir haben noch ein paar Missionen vor uns. Das könnte ich sogar jetzt langsam schaffen. Ja. Ich weiß nicht. Also jetzt nehme ich erstmal keine mehr auf. Wird aber auf jeden Fall noch mal Folgen geben. Da will ich einfach mal sagen, kann man auf die Laterne? Hallo, ich will auf... Ach, das ist gar keine. Doch, nee, ist keine. Da kommt man sicherlich drauf. Aber naja. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, Leute. Ciao. Ich hoffe, euch gefällt's.